Und pass auf, sollen wir mal versuchen, den anzuplatten? Hallo und Weimarzeil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hans Cook and Grill. In dieser Folge nehme ich euch mit auf einen sehr kurzweiligen Abendansitz mit meiner jüngsten Tochter in der Blattzeit. Ich verspreche euch, es wird super spannend und es war für meine Tochter und mich ein ganz besonderes Erlebnis in diesem Jagdjahr. Ein paar Minuten nachdem wir den Stand bezogen hatten, ging es dann auch direkt los und ich wollte einen Rehbock anblatten, der ein bisschen weiter weg stand, aber so richtig schien er sich nicht für das kleine Konzert zu interessieren. Im nächsten Moment ging aber alles sehr schnell. Aus einer völlig anderen Richtung zog ein Bock auf uns zu und zwar gegen den Wind. Also der Bock hatte uns voll im Wind. Er kam aus dem Mais, aus der Ecke heraus und zog dann in das kleine Holz rein, was ihr hier seht. Und ja, was dann passierte, seht ihr in den folgenden Aufnahmen. Leider nicht getroffen. Doch. Ist er tot? Er ist tot. Spieß, aber ich hab ihn getroffen. Das erste Mal. Ja, Weiberzeil. Und ich hab mich ja auch erschrocken gerade. Ich hab mich erschrocken. Als du geschossen hast. Endlich haben wir einen geschossen. Das ist das erste Mal. Sollen wir mal gucken, ob wir ihn finden? Mhm. Ich glaube, der ist da irgendwo im Feld. Ja, der ist, in die Richtung ist er weggegangen. Aber okay. Der hat auf jeden Fall einen Schuss gehabt. Ja, das hat man gesehen, weil der ist ja ein bisschen gehumpelt. Ja. Und welche Farbe hat der? Rot, ne? Ganz rot, ne? Guck mal da. Und hier ist er ganz hell. Was soll das heißen? Wenn der ganz hell ist, dann ist das Lungenschweiß. Guck mal hier. Da. Und das siehst du hier auch, das hier? Ja. Guck mal hier. Das hier ein bisschen fest ist. Ja, weißt du, was das hier ist? Nee. Das sieht nicht aus. Das ist Lunge. Ein Stück von der Lunge. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ja über die Straße. Ja. Thank you.
Für mich und meine Tochter war das ein ganz besonderes Jagderlebnis und es war ein sehr kurzweiliger Ansitz. Es hat, glaube ich, insgesamt eine halbe Stunde gedauert und schon hatten wir Jagderfolg, aber ein wirklich tolles und spannendes Jagderlebnis. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, einen freundlichen Kommentar und ein Abo von diesem Kanal. Ich wünsche euch jetzt viel Waldmanns Heil für den Rest der Jagdsaison, für den Rest der Blattjagdsaison. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.